Gestern erst verpflichtet und heute direkt im Kasten. Frankfurts neuer Torhüter Jens Grahl sah einen fulminanten Auftakt seiner Mannschaft. Nicht mal 50 Sekunden waren gespielt. Da zappelte der Ball schon im Netz. Rodrigo Salazar bedient Gonzalo Paciencia. Der behält die Übersicht und legt quer für Ali Akman. 1:0 für die Eintracht. Nicht mal eine Minute gespielt. Und die Eintracht legte direkt nach. Siebte Spielminute. Erneut ist es Rodrigo Salazar mit einem wunderbaren Diagonalpass auf Timothy Chandler. Eine Ballberührung direkt weiter auf Gonzalo Paciencia und auch der Portugiese. Gedankenschnell mit dem 2:0 die Eintracht mit einem Doppelschlag in den ersten 10 Minuten. Die Antwort der Gießener folgte aber auf dem Fuß. Nach einer Ecke ist es Luis Mün, der das Leder von der Strafraumkante Volley reinjagt. Keine Abwehrchance da für unseren neuen Keeper. Und Luis Mün, ein Mann mit Eintracht-Vergangenheit. Sein Vater lief früher für unsere Eintracht auf. Eine Möglichkeit gab es dann noch vor der Pause. Dejan Jovelic wird schön in die Gasse freigespielt von Ali Akman, bleibt zunächst hängen. Doch es ergibt sich eine zweite Chance für Armin Younes, unser kleiner Dribbler, der das erste Testspiel in dieser Saison absolvierte. Aus dem Stand, viel hat nicht gefehlt. Am Ende geht es mit 2:1 in die Pause. Und unser Cheftrainer Oliver Glasner schickte eine komplett neue Mannschaft in der zweiten Halbzeit aufs Feld. In der 63. Minute gab es dann eine spanisch-dänische Kombination. Unsere beiden Neuzugänge Fabio Blanco auf Jesper Lindström und der trocken und humorlos in die lange Ecke. Für Lindström war es das erste Tor im Trikot mit dem Adler auf der Brust. Die Eintracht zeigte sich weiter lauf- und spielfreudig. Deitch Kamada auf Eamon Barkok und er bringt das Gebälk zum Wackeln. Aluminiumtreffer für unseren Frankfurter Bub. Über die linke Seite war es immer wieder Philipp Kostic, der viele Angriffe initiierte. Das Spiel wird dann schön verlagert auf die rechte Seite. Und dann ist es erneut Fabio Blanco, der den nächsten Treffer einleitet. Schickt Eamon Barkok in die Gasse. Er sieht in der Mitte Daich Kamada und der Japaner muss nur noch das Füßchen hinhalten. 4:1. Der Zwischenstand für unsere SGE. Doch die Eintracht hatte immer noch nicht genug. Erneut Kamada, der Lindström bedient. Der scheitert noch im 1 gegen 1. Aber dann die Maschine. Philipp Kostic mit Urgewalt zum Erfolg. 5:1 mit Wumms in den Winkel. Am Ende des Tages konnte sich Eamon Barkok dann doch noch in die Torschützenliste eintragen. Sein Schlusspunkt, das 6:1. Und hier zeigte das Pressing von Oliver Glasner direkt seine Wirkung. Die Eintracht mit einem richtig guten Spiel und einem zufriedenen Cheftrainer. Ich bin sehr zufrieden heute. Ergebnis ist natürlich zweitrangig, aber wir haben uns vorgenommen, gegen Sandhausen hatten wir gute Spielkontrolle, aber zu wenige torgefährliche Situationen, zu wenige Läufe hinter die Kette. Das war heute großer Schwerpunkt und die Spieler haben das toll umgesetzt. Waren erste Halbzeit auch schon viermal noch alleine vom Torwart. Auch Kompliment an den Gießener Torhüter heute, der viele 1-gegen-1 Situationen entschärft hat. Und ja, wir haben da nicht nachgelassen und vielleicht bis auf eine Phase kurz nach der Halbzeit, wo wir ein, zwei Konter zugelassen haben, war ich sehr zufrieden heute und ja, war wieder ein Schritt nach vorne im Offensivspiel und ja, so wollen wir uns einfach von Trainingswoche zu Trainingswoche weiter verbessern. Hat Spaß gemacht, Fußball zu spielen. Wir haben gut kombiniert, haben eigentlich wenige Tore, Chancen zugelassen und ja, es macht einfach Spaß, die Vorbereitung macht Spaß und wir sind alle gut drauf. Ein Lob vom Trainer, gute Stimmung und viel Spielfreude. So kann es weitergehen bei unserer Eintracht am Samstag beim nächsten Testspiel gegen Straßburg.